Oder ich schnapp mir erstmal Edda, der Gegner irgendwo hinlockt. Wo es mächtig rumsen könnte. Und natürlich geht er weg. Autsch. Fenrir aus. Wobei, töten wir sie einfach. Das sind ja nur noch die beiden. Fenrir, niedrige Gesundheit, dann... einmal Fenrir. What can I do? Happily. Certainly. Okay, im Wasser zu kämpfen ist nie gut. Lösung, Schuppen und Hauer, das ist okay soweit. Wieder eins von deren Schwertern. Petroleumfässer, Ja, Plünderer. Los! Okay, etwas stärkere Plünderer, wie mir scheint. Okay, das war Xoti. Nicht so schön. Wir haben den Plünderer da immer noch nicht tot. Ach du meine Güte. Und ich hab vergessen, einen Quicksave zu machen. Dann laden wir den Autosave hier, nachdem wir den Keller verlassen hatten. Ich habe nicht zufällig eine Feuerfalle oder sowas mit dabei. Doch, das wäre eigentlich eine gute Idee. Jedenfalls bei den Plünderern, um ein bisschen mehr Schaden anzurichten. Einfach neben den Fässern eine Brandfalle installieren. Ich hätte es aber nicht erwartet, dass diese Plünderer so stark sein würden. Okay, das war unschön. So. Edda, lock mal die beiden noch raus. Ja, kommt. Kommt hierher. Mhm.
What do you need? Und weg sind sie. Muscheln und Schuppen. Noch mehr Zeug. Gut, neues Quick Save. At once. Na komm. Das habt ihr natürlich genau nicht in meine Falle. Der Plünderer sieht übrigens schwächer aus als der erste. Also machen wir erstmal den weg. Geben dem mal was Stärkeres. Ein genauer verwundeter Schuss wäre zum Beispiel auch nicht schlecht und ein normaler verwundeter Schuss. Also ja, die waren etwas schlimmer. Was trägt sie eigentlich für eine Rüstung? Gewandte Scharfschützen. Ah ja. Ja, und Edda könnte seine Fernkampfwaffe auch endlich mal wechseln. Hey. Gutes Stilett. Of course. Dann nehmen wir die Falle wieder mit. Pack sie wieder da rein. Dann platziere sie mal hier. Weil hier werden die sicherlich vorbeikommen. Die beiden, die noch fehlen da oben. As you wish. So. So, die Heil Hagrim. This thing isn't doing the job. Hagrim heile ich mal lieber selber. So, die sind tot. Eine gute Robe und eine gute Armbrust. Die ist was für Xoti. Trank der durchdringenden Schläge. So, kann sich Xoti zur Not im Fernkampf üben. Schwarzes Pulver, das nun durchgeweicht ist, klebt an den Innenseiten der Kiste. Nicht so praktisch. Oh, neues Seil. Und ein Kit des Diebes. Okay.
Also ja, ich meinte einen neuen Enterhaken. Hier brauchen wir nirgends hin, da ist nämlich alles durchgeweicht. Ja, da ist der Speisesaal, wo wir das letzte Mal rausgekommen sind. Und auch von hier aus gibt es einen Zentralweg dahin. Ah, da könnte man hochklettern, theoretisch. Aber erstmal gucken, hier gibt es noch mehr Petroleum. Guter Zweihänder und ein außergewöhnliches mittleres Rundschild. Das dürfte Edda freuen. Jo. Das sollten wir eigentlich einmal verbessern, um mehr Schildabwehr zu kriegen. Dreschendes Adra. Oh, das ist gar nicht mal so schlecht. Licht des Dämmerungssterns. Die Chance wird durch die Religionsfertigkeit des Trägers erhöht. Oh, das ist auch nicht schlecht. Aber Schildabwehr wäre mal nicht schlecht. Wird uns 1000 kosten. Ein Peridot und ein Mapyrit. Aber, das, oh, und danach könnten wir außergewöhnlich freischalten. Lassen wir das mal. Jedenfalls hat sie so mehr Schildabwehr und kann besser blocken, was gut ist. Und wir sollten vielleicht bei ihr mal die Schildabwehr, also die bessere Schildabwehr da, bindende Blockade anschalten. Bei Edda bin ich mir nicht so sicher. Ich finde es cool, dass sie solche Fähigkeiten eingefügt haben. Und ja, das ist der Speisesaal, in dem wir schon mal waren. Aber halt durch Schwimmen. Das konnten wir uns ja jetzt zum Glück sparen. Wenn wir doch einfach mal durch die Nagas durch sind. Eine kalte, steife Hand ragt aus dem Schutt heraus. Oh. Nee, nicht so toll. Naja, warum die Nagas da? Ach herrje. Da hat es wieder viele erwischt. Ein bisschen Geld, das ist immer gut. Das hier müsste dann, oder, ja, die Werkstatt sein. Hier an der Stelle kommen wir eh nicht mehr weiter. Die Werkstatt ist abgeschlossen, also dürften die Naga eigentlich nicht reingekommen sein. Und ja, ich will einfach diese Bombarde abfeuern. Ich will wissen, wie das dann aussieht. Und ich mag großes Butterbum ein bisschen. Open.
Ja. Was haben Sie gerade gesagt? Ein Schlürfer versteckt sich hier. Ich schmecke seine Angst. Aufmachen, aufmachen. Mhm.